zeigen wegen der Sache mit den zwei Computern. Aber es kann einfach nie genug sein, finde ich. So, ich bin sehr froh, hier zu sein. Und hört man mich? Versteckt das hier die Mikrofone oder so? Okay, super, sehr schön. Ich bin sehr froh, hier zu diesem Thema insbesondere vortragen zu können. Mir ist es wirklich eine sehr wichtige Sache, dass das Thema effektiver Altruismus an die Students for Liberty gebracht wird. Ich sage mal aus zwei Gründen. Der erste Grund ist quasi sehr, dass ich das Thema effektiver Altruismus an sich für sehr, sehr wichtig halte und einfach sehr viele Menschen dafür gewinnen möchte. Und Libertäre sind meines Erachtens ein sehr vielversprechendes Publikum, also ein sehr empfängliches Publikum für dieses Thema. Das merkt man allein schon daran, dass es bereits sehr große Überlappungen gibt zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen effektiven Altruisten und Libertären. Also sehr viele Menschen sind beides. Und warum das der Fall sein mag, dazu werde ich auch ein bisschen was sagen am Ende des Vortrags, gegen Ende des Vortrags. Das heißt, der erste Grund ist quasi sehr, dass Libertarismus meiner Meinung nach viel für den effektiven Altruismus tun kann. Und der zweite Grund ist umgekehrt, dass ich auch denke, dass der effektive Altruismus für den Libertarismus sehr viel tun kann. Und dazu komme ich ganz am Ende des Vortrags, im letzten Abschnitt. Das ist ein Punkt, der mir auch besonders wichtig ist und den ich auch noch nirgends wirklich klar ausgeführt gesehen habe. Mich würde jetzt also auch schon enorm interessiert von unter den Anwesenden, wer von euch dem Thema überhaupt in irgendeiner Form begegnet ist. Da frage ich erstmal, wer kennt effektiven Altruismus gut? Also nicht unbedingt Profi, ich sehe eine Hand, immerhin. Wer kennt es aber halt nicht so gut? Also hat schon davon gehört, also okay, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ziemlich viele Hände hatte ich jetzt, wenn ich fast die Hälfte waren das schon, glaube ich. Gut, wer hat denn überhaupt noch nie von effektivem Altruismus gehört? Also bis heute wahrscheinlich. Das war jetzt, glaube ich, schon die größte Gruppe unter den bisherigen. Wer war jetzt irgendwo dazwischen? Wer hat sich quasi noch nicht gemeldet? Offenbar niemand. Nein, ihr wart brav. Okay, sehr gut. Dankeschön. Ihr seid fleißig aufmerksam. Das ist gut zu wissen. Und man kann mich hören. Das ist auch gut zu wissen. Gut. Anderer Computer. Effektiver Altruismus. Das sind also diese beiden Begriffe, effektiv und Altruismus. Die werde ich in dieser Reihenfolge jetzt auch durchgehen. Also erst zum Begriff effektiv. Roundabout Playpumps. Wer kennt das? Sagt das irgendjemand irgendwas, dieses Bild hier oder der Begriff Roundabout Playpump irgendwo schon mal gesehen? Gar nicht, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Gut, das ist auch schon eine Weile her, dass es einen sehr großen Medienwirbel darum gab. Das war, glaube ich, schon Anfang des Jahrtausends, also 2000. Da sehen wir hier also diese afrikanischen Kinder quasi mit so einem Spielkarussell, wie wir sie hier auf Spielplätzen kennen. Sich amüsieren und das Wunderbare dabei ist, dass sie, indem sie da Spaß haben, auch Wasser, sauberes, sicheres Trinkwasser in einen Tank pumpen. Jetzt komme ich hier nicht zu euch. Da ist es, okay. Man kann es auch nachvollziehen, das ist eine sehr schöne Sache, scheint eine sehr schöne Idee, dass also Kinderspiel und sauberes Trinkwasser für arme Menschen in Afrika miteinander kombiniert werden. Als Laura Bush die First Lady war, hat sie Spenden in Höhe von 16,4 Millionen US-Dollar in die Wege gebracht, damit diese Playpumps gebaut werden in möglichst vielen Orten in Afrika. Sehr viel Geld also, denn diese Pumpen sind auch immerhin viermal so teuer wie die herkömmlichen Handpumpen. Und als Pumpen sind sie auch nicht so gut wie die herkömmlichen Pumpen, also in dem Sinne, dass sie weniger effizient Wasser pumpen, also einfach pro Kraftaufwand weniger Wasser pumpen, aber gut als Spielgerät sind sie auch nicht gut, weil bei diesen Drehkarussells ist es ja, wie wir sie aus Spielplätzen kennen, ist es natürlich so, dass sie sich sehr leicht in Schwung bringen lassen, aber hier geht es ja eben um diesen Kraftaufwand, das heißt, das würde den Sinn der Sache eigentlich verfehlen. Also sind die Pumpen schon so, diese Karussells so konzipiert, dass die Kinder eben auch durchgehend sich verausgaben müssen, sodass auch eigentlich die Grenzen zwischen Kinderspiel und Kinderarbeit ins Fließen geraten. Und schlussendlich werden diese Pumpen dann auch, wo sie stehen, meistens nicht von Kindern bedient, sondern von den Frauen in diesen afrikanischen Dörfern und meistens von den alten Frauen im Dorf unter großer körperlicher Anstrengung. Betroffene sagen, sie hätten viel lieber normale Pumpen gehabt. Also gut, Fazit, nicht so effektiv.
Shoes for Haiti. Sagt das irgendjemandem was? Der Spruch, Shoes for Haiti. Gut, das freut mich, dass das jemand gehört hat. 2010 war dieses schlimme Erdbeben in Haiti. Haiti. Und in solchen Situationen zeigen sich viele Menschen auf aller Welt sehr hilfsbereit, wollen dann Sachen schicken. Und zum Beispiel haben sich dann also diverse Gruppen dafür eingesetzt, Menschen dazu zu bringen, dass sie Schuhe nach Haiti schicken. Der Gedanke war etwa der, dass man ja meistens irgendwelche Schuhe bei sich im Schrank hat, die man ohnehin nicht mehr trägt. Das kostet einen also sehr wenig. Geringe Kosten sind eine sehr gute Sache, finde ich auch. Es gibt Webseiten, die brüsten sich damit, dass sie anlässlich dieses Erdbebens den Versand von über 200.000 Paar Schuhen nach Haiti veranlasst haben. Und ich meine, das sind ja auch immerhin Schuhe. Also 200.000 Paar Schuhe, okay, ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber 200.000 Paar Schuhe sind besser als keine 200.000 Paar Schuhe. Oder? Okay, eine Schwierigkeit bei der Sache ist, dass es in solchen Situationen einen sehr großen logistischen Aufwand gibt, der bewältigt werden muss. Das heißt, es kommen sehr, sehr viele Pakete aus aller Welt an. Diese Pakete müssen sortiert werden und sie müssen unter Menschen ausgeteilt werden. Und die weniger wichtigen Güter, die ankommen, stehen den viel wichtigeren Gütern im Weg. Das sind also Medikamente, Antibiotika, irgendwelche Barren, die man als Witterungsschutz in solchen Situationen dringend braucht, irgendwelche Verbandskäste, Schuhe, Handtaschen, letzteres vielleicht nicht. Okay, Schuhe für Haiti. Nicht so effektiv. Earth Hour. Seid ihr alle dabei? Das ist nächstes Jahr, 28. März von 8:30 bis 21:30 Uhr abends. Diese Earth Hour wird von der WWF organisiert. Das gibt es ja 2008. Und das ist eine Stunde pro Jahr, in der Menschen auf aller Welt ein Zeichen setzen gegen Umweltzerstörung, gegen den Klimawandel, indem sie eine Stunde lang die Lichter ausschalten zu Hause. Earth Hour hat Björn Lomborg, der Gründer des Copenhagen Consensus Center, in seinem Buch zum Thema Klimawandel angesprochen, als einführendes Beispiel. Das Buch heißt Cool It. Sein Kommentar dazu war, gut, was tun Menschen meistens, wenn sie ihre elektrischen Lichter ausschalten? Was meint ihr? Gut, ich sag's. Sehr, sehr viele dieser Menschen zünden natürlich Kerzen an. Okay. Der CO2-Ausstoß so einer Kerze ist doppelt so hoch wie der einer elektrischen Glühbirne. Und hierbei ist sehr interessant, also in dem Sinne, wie ich gerade gesagt habe, ist es offenbar nicht so effektiv, aber sehr viele Menschen argumentieren jetzt, okay, klar, aber du verstehst es nicht, darum geht es ja gar nicht, es geht darum, ein Zeichen zu setzen, ein Signal zu senden. Und eine einfache Gegenfrage ist dann, okay, welches Signal sendet man genau, indem man eine Stunde lang seinen CO2-Ausstoß verdoppelt? Vielleicht ein Signal über die Glaubwürdigkeit der Klimaskeptizismus-Skeptiker oder so. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube an das Klima, ich bin da nicht skeptisch. Und Klimawandel bin ich auch gar nicht so skeptisch gegenüber. Das ist hier die Webseite socialprograms.org von der Coalition for Evidence-Based Policy. David Anderson aus der Coalition hat auf dem Blog der Organisation GiveWell, die ich später auch beschreiben werde, einen Beitrag geschrieben, in dem er sagt, unter anderem Dingen, dass die riesige Mehrheit der Sozialprogramme der US-Regierung einfach nie auf Effektivität in irgendeinem Sinne untersucht wurde. Und von denjenigen, die untersucht wurden, erweisen sich 75% als, naja, entweder sie haben eine sehr geringe Wirkung oder sie haben gar keine Wirkung oder sie haben eine negative Wirkung. Also Fazit, nicht so effektiv. Okay, das ist jetzt ein etwas anderes Beispiel. Dieses Beispiel wird sehr häufig angeführt zum Thema effektiver Altruismus und der Grund, warum es so häufig verwendet wird, ist der, dass es von der Quantifizierbarkeit her sehr schön unproblematisch ist. Dieses Bild erkennt vielleicht auch der eine oder andere unter euch aus dem TED-Talk von Peter Singer, dem Moralphilosophen, zu genau dem Thema effektiver Altruismus. Das ist also ein Blinder mit einem blinden Hund auf diesem Bild. Es gibt wohltätige Organisationen, an die ihr Geld spenden könnt, die dafür sorgen, dass blinde Menschen blinden Hunde bekommen und diesen blinden Menschen ist dadurch auch sehr geholfen. Das kostet Geld. Es kostet etwas mehr als 30.000 Euro, so einen Hund auszubilden und dann auch diesen blinden Menschen
so auszubilden, dass er diesen Hund nutzen kann, also dass ihm der Hund so viel wie möglich bringt. Okay, apropos Blindheit, wusstet ihr, dass ungefähr 80% der Fälle von Blindheit auf der Welt heilbar sind? Wer wusste das denn? Ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt, aber einfach ein sehr, sehr großer Anteil der Fälle von Blindheit auf der Welt sind heilbar. Warum werden sie ersichtlich geheilt? Der Grund ist extreme Armut. Das sind also Menschen natürlich in besonders armen Ländern, die halt Krankheiten haben, die andererorts sofort geheilt würden. Und ihr könnt, falls ihr einem Blinden helfen wollt, für 15 bis 40 Euro einen blinden Menschen von seiner Blindheit heilen, voll und ganz. Oder ihr könnt so einen Blindenhund für 30.000 Euro. Geht auch. Geht beides. Ist ja beides gut, aber ich denke, ihr seht, worauf es hinausläuft. Der Blindenhund für 30.000 Euro ist natürlich auch gut, bringt diesem einen Blinden sehr, sehr viel. Sollte man das jetzt deswegen negativ bewerten? Naja, ihr seid ein ökonomisch bewandertes Publikum. Ich denke, den Begriff Opportunitätskosten werden die meisten hier ganz gut kennen. Und genau darum geht es hier halt. Und auf den Begriff Opportunitätskosten werde ich auch noch ein bisschen zurückkommen später. Wir sehen also einfach diese ganz einfache Aussage, manche wohltätige Organisationen sind besser als andere. Diese Aussage hat ein Korrelat, dass vielen Menschen wirklich sehr unsympathisch ist. Das Korrelat lautet, manche wohltätige Organisationen sind schlechter als andere. Schlechter in welchem Sinne? Im Sinne von weniger effektiv, weniger kosteneffizient, führen einfach nicht zum gewünschten Ziel oder nicht in demselben Maße zum gewünschten Ziel. So viel soweit zum Thema, also zum Begriff effektiv. Jetzt zum zweiten Begriff aus effektivem Altruismus, dem Altruismus. Altruismus ist ein stark mehrdeutiger Begriff. Ich denke, es ist einer dieser Begriffe, der häufig Verwirrung stiftet, weil der eine meint, ich weiß schon, was der andere damit meint, aber in Wirklichkeit meinen beide völlig andere Sachen. Das kennen wir von anderen Begriffen, wie zum Beispiel Kapitalismus oder auch Marktversagen. Und der Begriff kann nicht nur Verwirrung stiften, sondern bei sehr vielen Menschen, gerade auch Menschen, die sich in libertären Kreisen bewegen, ist der Begriff tatsächlich sehr unsympathisch. Nicht nur bei Objektivisten, aber bei Ayn Rand ist es wichtig zu verstehen, dass sie die Begriffe Egoismus und Altruismus eben auf eine ganz bestimmte Weise immer verwendet hat und dass ihre Begriffe von Altruismus und Egoismus jetzt nicht unbedingt denjenigen aus dem alltäglichen Sprachgebrauch ähneln oder zumindest nicht ganz mit ihnen übereinstimmen. Bei Ayn Rand ist Egoismus die alleroberste Tugend, die es gibt, und Altruismus ist ein ganz großes unmoralisches Übel. Zum Egoismusbegriff von Ayn Rand gehört auch dazu, dass man sich auch dann egoistisch verhält, wenn man seinen moralischen Werten nachgeht. Zu ihrem Altruismusbegriff zählt ganz klar per Definition auch immer Selbstaufopferung dazu. Selbstaufopferung finde ich auch nicht gut, bin hier auch nicht da, um Selbstaufopferung zu vertreten. Aber sehr viele Menschen glauben jetzt zum Beispiel, dass Ayn Rand es für schlecht und unmoralisch hielt, an wohltätige Organisationen zu spenden. Das ist nicht richtig. Wenn ihr Ayn Rand und Charity etwa googelt, dann werde ich viele Zitate von Ayn Rand finden, in denen sie sich ganz klar zum effektiven Altruismus bekennt, oder nicht ganz, aber sie hat auf jeden Fall klar geschrieben, dass sie wohltätige Spenden nicht für unmoralisch hält. Und sie hat dabei auch betont, dass diese Spenden sich im Hinblick auf die Werte, die man verfolgt, indem man spendet, sich bezahlt machen sollten. Also in anderen Worten, sie sollten effektiv sein. Also doch, effektive Altruistin. Der effektive Altruismus, sage ich mal, legt sich jetzt nicht unbedingt auf einen besonderen Altruismusbegriff fest. Klar ist einfach, dass es immer darum geht, anderen Gutes zu tun. Das ist so der eine wichtige Punkt. Wie viel hat anderen Menschen Gutes tun per se mit Selbstaufopferung zu tun? Dann haben wir eine 2x2-Matrix. Die ist jetzt inspiriert von einem Blogpost von Robin Hanson von der George Mason University aus seinem Blog Overcoming Bias.
Der Post heißt Neglecting Win-Win Help. Und dort formuliert er ungefähr das folgende Argument. Wir betrachten jetzt hier mal vier Arten von zwischenmenschlichen Interaktionen. Win-Win, Win-Lose, Lose-Win und Lose-Lose. Win-Lose heißt, ich gewinne, du verlierst. Lose-Win heißt, ich verliere, du gewinnst. Und jetzt schlage ich mal zwei besonders simple Definitionen für die beiden Begriffe Egoist und Altruist vor. Sagen wir einfach mal, ein Egoist ist jemand, den nur das eigene Glück interessiert und der gegenüber dem Glück anderer Menschen völlig indifferent ist. Und ein Altruist ist dagegen jemand, dem nur das Glück anderer Menschen interessiert und dem das eigene Glück, der dem eigenen Glück gegenüber völlig indifferent ist. Gut, das heißt, der Egoist präferiert aus diesen vier Möglichkeiten quasi die beiden in der oberen Zeile, Win-Win und Win-Lose, und Ceteris Paribus ist er zwischen diesen beiden Möglichkeiten noch völlig indifferent. Der Altruist dagegen, der mag die linke Spalte, und Ceteris Paribus ist er auch zwischen diesen beiden Möglichkeiten wieder völlig indifferent. Das heißt, Altruist und Egoist sind sich hier sozusagen darin einig, dass die Win-Win-Zelle in der Tabelle gut ist. Also sollten alle von Win-Win begeistert sein. Sind sie auch, oder? Weil freier Handel und sowas und freie Marktwirtschaft und freiwillige Arbeitsverträge und so. Nee, denke ich, von der Rhetorik her wird das meistens nicht so gut geheißen. Warum? Okay, mal angenommen, ich bin kein wirklicher Altruist, sondern vielmehr ist meine wichtigste Motivation die, dass ich für einen Altruisten gehalten werden möchte. Was tue ich dann? Gut, zuallererst muss ich mich verhalten wie ein Altruist. Das heißt, also ich muss eine der beiden Optionen aus der linken Spalte wählen. Wobei jetzt Win-Win diejenige war, die alle gut finden. Aber jetzt habe ich ja das Problem. Wenn ich Win-Win wähle, kann man mich gar nicht mehr so leicht von einem, oder überhaupt gar nicht mehr, von einem Egoisten unterscheiden. Also insofern, als es mir um dieses Signal geht, bleibt mir eigentlich nur diese Option hier, die mit der Selbstaufopferung. Dieser Effekt ist tatsächlich sehr stark. Also ich weise hier auf ein Paper hin mit dem Titel Tainted Altruism von den beiden Psychologen George Newman und Dalian M. Kane. In diesem Paper beschreiben die Autoren vier Studien, in denen sich zeigt, dass die Studienteilnehmer andere Menschen unterschiedlich bewerten, je nachdem, ob diese Menschen etwas Gutes für andere Menschen tun oder etwas Gutes für andere Menschen tun und dabei selber einen Gewinn erzielen oder einfach nur einen Gewinn erzielen, ohne irgendjemandem irgendwas Gutes zu tun. Nämlich wie? Ja, lustigerweise bewerten sie diejenigen am schlechtesten, die etwas Gutes für andere Menschen tun und dabei einen Gewinn erzielen, aus diesen drei Optionen. Für einen Utilitaristen soll das ganz klar die beste dieser Optionen sein. Das ist ja im Utilitarismus so, dass mein Glück genauso erzählt wie das Glück von anderen. Aber bei den Studienteilnehmern, das ist so, dass die Tatsache, dass Utilität für mich mit dabei ist, die Sache schlechter macht. Schlechter im Vergleich dazu, wenn ich diese Utilität einfach wegfallen lasse, sodass nur mehr die für andere Menschen übrig ist. Und es ist auch umgekehrt der Fall, dass tatsächlich die Utilität für andere Menschen die Sache schlechter macht im Vergleich zu der Möglichkeit, diese Utilität wegfallen zu lassen, sodass die Sache nur noch mir selber etwas bringt. Also reiner Egoismus ist offenbar besser als gewinnbringender Altruismus. Das ist etwas merkwürdig. Die Autoren schlagen hierfür eine Erklärung vor, nämlich, dass Menschen einfach in diesen zwei Situationen einen völlig anderen Bewertungsstandard nutzen. In der Situation, in der sie Gutes für anderes tun, wird die Tätigkeit quasi als eine wohltätige Tätigkeit angesehen und als solche bewertet. Und wenn sich dann herausstellt, dass der Mensch ja selber was davon hat, dann ist es eine ganz perfide, heuchlerische Sache und schlussendlich waren sie ja doch egoistisch motiviert und wie böse ist das? Während wenn man einfach nur sich für sich selber etwas Gewinnbringendes tun, dann wird das halt nicht in diesem Rahmen bewertet, sondern dann ist das eben halt wie Arbeit oder so, das machen wir alle, ist ja auch sinnvoll. Und dann kommt diese negative Bewertung einfach gar nicht auf. Und das ist ein wichtiges psychologisches Phänomen, gegen das wir uns wehren müssen, beziehungsweise vor dem wir uns auch in uns selber hüten müssen, insofern als wir
dass sie Gutes tun wollen und das auf möglichst effektive Weise. Für andere Menschen, so wie vielleicht auch für uns, aber insbesondere auch für andere Menschen. Okay, jetzt habe ich zu den beiden Begriffen Effektiv und Altruismus einiges gesagt. Was ist also effektiver Altruismus insgesamt? Ich würde behaupten, effektiver Altruismus, ich nenne das ab jetzt EA, ist an sich ein einfacher und jetzt auch nicht spektakulär origineller Gedanke. Also es geht einfach erst einmal darum, dass man Gutes tut für andere Menschen oder überhaupt einfach Gutes tut, möglichst viel Gutes tut auf der Welt. Wie wichtig das genau ist, dass man Gutes tut, darüber kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt innerhalb der EA-Gemeinschaft viele Leute, die Meinung vertreten, dass wir sehr starke moralische Verpflichtungen dazu haben, viel Altruistisches zu leisten und die auch interessante Argumente dafür formulieren. Aber EA ist wirklich für jeden Menschen von Interesse, der auf irgendeine Weise zu irgendeinem Maß dazu motiviert ist, Gutes zu tun. Und dazu muss man auch an keine Verpflichtung glauben. Gut, und weiter geht es eben darum, dass, wenn man denn schon Gutes tut, man mit den eingesetzten Ressourcen auch versucht, möglichst viel Gutes zu tun. Also man könnte einfach sagen, dass man versucht, sich in dieser Sache intelligent zu verhalten. Und auch wenn das von der Idee her eine sehr einfache ist, ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges Phänomen, dass es jetzt eben diese Bewegung gibt mit Wikipedia-Artikel. Das ist ja immer das Kriterium, wonach man beweisen kann, dass etwas eine wirklich existierende Sache ist. Und dass man sich eben darauf anlehnen kann, dass es sehr, sehr viele Ressourcen online gibt, auf die man Menschen verweisen kann. Und eben tatsächlich auch eine Gemeinschaft, innerhalb derer man sich gegenseitig unterstützen kann bei den wirklich schwierigen Forschungsarbeiten, die halt aufkommen durch die Frage, wie verhalte ich mich möglichst effektiv in meinen altruistischen Tätigkeiten. Woraus besteht jetzt diese EA-Bewegung genau? Gut, es gibt heute ziemlich viele Organisationen, ziemlich viele verschiedene, die sozusagen zur EA-Szene gehören. Für die Währungsgeschichte der Bewegung sind meines Erachtens besonders drei Organisationen wichtig, angefangen hier bei GiveWell. Diese drei Organisationen werde ich hier relativ kurz vorstellen und um andere Teile der Bewegung kennenzulernen, dafür werde ich euch am Ende meines Vortrags noch einige Web-Ressourcen geben, wo ihr weiter forschen könnt. GiveWell wurde 2007 gegründet von diesen beiden Menschen, Holden Karnofsky und Ila Herzenfeld, die beide davor in einem Hedgefonds gearbeitet haben. Was macht GiveWell? GiveWell untersucht die Arbeit von anderen wohltätigen Organisationen und bewertet sie in ihrer Effektivität und veröffentlicht darüber ganz ausführliche Berichte auf der Webseite givewell.org. Gut, Charity Evaluators, sowas gibt es schon ziemlich lange. GiveWell unterscheidet sich von herkömmlichen Charity Evaluators sehr stark in verschiedenen Punkten, zu denen ich noch im Laufe des Vortrags einige Sachen sagen werde. Aber zum einen kann man sehr schnell diesen Unterschied feststellen, einfach darin, dass GiveWell zurzeit drei wohltätige Organisationen empfehlen. Das sind wenige. Getting What We Can wurde gegründet von Toby Ord, das ist ein Moralphilosoph in Oxford, ist also auch in England basiert, die Organisation. Und zum Teil macht sie ungefähr dasselbe wie GiveWell, aber Giving What We Can hat dagegen auch einen sehr starken Fokus darauf, Menschen dazu zu bewegen, sich auf eine effektiv altruistische Art einzusetzen. Und ist insofern also auch als bewegungsstiftende Organisation in dieser Werdensgeschichte des effektiven Altruismus eher wichtiger noch als GiveWell. Und weiter kommt 80,000 Hours, gegründet von diesen beiden Leuten, William McCaskill und Benjamin Todd, beides Philosophen der Uni Oxford. Benjamin Todd ist außerdem Physiker. Was macht 80,000 Hours? 80,000 Hours ist eine Berufsberatungsorganisation. Was hat das mit effektivem Altruismus zu tun? Naja, einfach das, dass es ihnen darum geht, Menschen dazu zu beraten, welche Art von Karriere sie sich auswählen, um möglichst viel Gutes zu tun auf der Welt.
80.000 Hours, der Name bezieht sich auf diese ungefähr 80.000 Stunden, die ein Mensch in seinem Leben mit dem von ihm gewählten Beruf verbringt. Das heißt, diese Entscheidung ist eine ziemlich wichtige, auch vom Gesichtspunkt des altruistischen her. Genau. Also hier steht effektiver Altruismus insgesamt. Dieses Logo hier wurde entworfen von der Gruppe Effective Altruism Switzerland. Es wird auf Webseiten von anderen Effective Altruism Organisationen, soweit ich das sehe, nicht so viel verwendet. Dankeschön. Das zeigt aber, finde ich, sehr gut einfach diese Kombination aus Hirn und Herz, also aus Intelligenz und Mitgefühl. Man kann sagen, EA ist eine Art von Altruismus, die sich sehr gut an Nerds vermarkten lässt. Und das finden viele Menschen, glaube ich, entmutigend, wenn man sagt, EA ist Altruismus für Nerds, weil das eben erstmal so klingt, als ob die meisten Menschen nie was damit anfangen können werden. Ich sehe das positiver. Also zum einen haben wir damit schon mal eine sehr gute Zielgruppe, sehr vielversprechende Zielgruppe, mit der wir sowieso schon ziemlich viel Arbeit vor uns haben. Außerdem, vergesst nicht, Nerds sind reich. Reich an Einfluss und reich an Geld. Also wir waren auf dem Pausenhof die Loser, aber im späteren Leben kommt dann die Rache. Ja, und diese Sache mit der Vermarktung an Nerds kann man auch umdrehen. Man kann auch über den effektiven Altruismus Nerdtum an Gutmenschen verkaufen. Und insofern, dass man Nerdtum für gut hält, halte ich auch das für eine sehr gute Sache. Und ich halte Nerdtum für gut. So, einige Prinzipien des effektiven Altruismus. Kosteneffizienz ist ganz klar, das war am Anfang der Punkt mit dem blinden Hund. Nicht Probleme bewerten, sondern Lösungen bewerten. Was meine ich dazu? Naja, Probleme kann man nicht tun, kann man nicht umsetzen. Umsetzen kann man Lösungen oder Lösungsansätze. Das heißt, unser Handeln kann sich nicht wirklich danach richten, welche Probleme am schlimmsten sind, sondern es ist einfach die vielversprechendste Lösung, das ist dasjenige, wo wir unsere Bemühungen einsetzen müssen, auch wenn sie vielleicht nicht mit dem schlimmsten Problem zu tun hat. Das nächste ist Cause Prioritization. Also die Priorisierung der Zwecke, für die man sich einsetzt. Wie gesagt, GiveWell unterscheidet sich, behaupte ich, sehr stark von anderen Organisationen, die wohltätige Organisationen beurteilen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Die herkömmlichen Charity Evaluators nehmen den Zweck, für den sich die Organisation einsetzt, als gegeben hin und schauen dann, wie effektiv sie sich für diesen Zweck einsetzen. Das ist natürlich wichtig, insofern als es aber einen übergeordneten Zweck gibt, der da etwa ganz abstrakt laufen kann, Gutes tun, ist die Wahl dieses Zwecks eben auch eine der wichtigsten Entscheidungen, die man überhaupt erstmal treffen kann und auch treffen muss. Und von dem her ist es problematisch, dass sie meistens übersprungen wird. Opportunitätskosten hatten wir vorhin schon mal kurz. Ich halte hier einen Vortrag. Indem ich diesen Vortrag hier halte, kann ich andere Dinge nicht tun, zum Beispiel arbeiten, Geld verdienen. Das heißt, dieses versäumte Geld gehört zu den Opportunitätskosten. Das sind also die Gelegenheiten, die ich einbüßte. Ein Begriff aus der EA-Gemeinschaft, Earning to Give, ergibt sich relativ direkt aus diesem Begriff der Opportunitätskosten. 80.000 Hours, wie gesagt, Berufsberatungsorganisation. Wenn ich also zu denen gehe und sage, ich möchte möglichst viel Gutes tun in meiner Karriere, was empfehlen die mir? Die sagen mir natürlich, geh zu dieser effektiven, wohltätigen Organisation, mach dort erstmal ein Praktikum. Nein, tun sie nicht, denn was könnte ich mit der dort verbrachten Zeit denn anderes noch tun? Naja, zum Beispiel absahnen. Das heißt, der Tipp, den 80.000 Hours an die meisten Menschen in den meisten Fällen geben, ist einfach der, wähl dir den Beruf, in dem du so viel wie möglich verdienen kannst. Und spende das Geld dann. Auf diese Weise wird man in den meisten Fällen viel mehr Gutes tun, als wenn man sich selber dort mit seiner Arbeitskraft direkt einsetzt. Grenzkosten und Grenznutzen, ganz als grundlegende Begriffe aus der Ökonomik, die für den EA sehr wichtig sind. Room for More Funding ist hier eine Anwendung. Was heißt das? Das klassische Beispiel aus der EA-Geschichte ist die Against Malaria Foundation. Fantastische, wohltätige Organisation, die Moskitonetze verteilt in Subsahara-Afrika in Regionen, die von Malaria betroffen sind. Die können für ungefähr 10 US-Dollar an eine Familie so ein Netz bringen, ihnen beibringen, wie sie die Netze benutzen.
und retten damit einfach für geringes Geld sehr, sehr viele Leben. Die Against Malaria Foundation kam, glaube ich, 2011 ins Rennen bei GiveWell. Wo steht das jetzt hier? Hier unten. Entschuldigung. Kam dann auf Platz 3 erstmal, 2011. 2010 kam sie auf Platz 2. Platz 3. 2011 und 2012 waren sie auf Platz 1. Da war das die beste Spendenmöglichkeit der Welt sozusagen, soweit die Spendenmöglichkeiten denn bekannt waren. Und 2013 wird die Against Malaria Foundation nicht mehr empfohlen von GiveWell. Sie ist nicht auf Platz 2 gerutscht, sondern sie ist aus dem Rennen. Warum? Ist sie schlechter geworden? Nein, ist sie nicht. Es hat sich gar nichts großartig an der Foundation selbst geändert, bis auf diese eine Sache. Sie haben zu viel Geld. Das ist auch einer dieser Sprüche aus die fetten Jahre sind vorbei. Hier in etwas anderem Sinne. Es war einfach das Fazit von GiveWell zu diesem Zeitpunkt, dass die Against Malaria Foundation ihr Geld nicht schnell genug ausgeben kann, als dass man indessen nicht besser woanders spenden sollte. Also in dem Sinne, nicht genug Room for More Funding. Das heißt, in kontrafaktischer Erwägung, zu Englisch Counterfactual Reasoning, dazu hat William McCaskill ein, finde ich, sehr, sehr gutes Beispiel oder eine Illustration. Ihr seid auf der Straße, vor euch ist eine alte Frau, die einen Herzstillstand erleidet. Aber zum Glück ist schon jemand vor Ort, der die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen drauf hat eben die Herzmassagen bereitet, bis der Krankenwagen kommt, der auch schon gerufen ist. Okay, ihr könnt auch Erste-Hilfe und ihr wollt helfen, was tut ihr? Stoßt den Menschen natürlich weg und bereitet dann an seiner Stelle diese Erste-Hilfe-Leistung. Hat ihr dadurch geholfen? Nein, bestenfalls hat sich nichts geändert. Ähnlich ist das bei Earning to Give, das ist ein weiterer Grund dafür, denn diese Tätigkeit in wohltätigen Organisationen wird in den allermeisten Fällen irgendjemand sowieso machen. Also kontrafaktische Erwägung sind diese Was-wäre-wenn-Fragen, was würde sowieso passieren. Okay, jetzt habe ich schon gar nicht mehr so viel Zeit, ich komme jetzt zu dieser Überschneidung zwischen Libertarismus und effektivem Altruismus. Das hier ist der aktuelle Banner der neuen Facebook-Gruppe, Libertarian Effective Altruist. Der Banner ist von Alexander Mengen gemacht worden. Ich habe behauptet, es gibt eine sehr starke Überlappung zwischen diesen beiden Gruppen. Das sind ein paar mögliche Gründe, die ich hier jetzt einfach auflisten werde. Skeptizismus gegenüber Wohlfühlpolitik ist in beiden Gruppen sehr wichtig. Das hat Robert Wiblin vom Center for Effective Altruism so formuliert: "We are unusually motivated not to be hypocrites." Kosmopolitismus uns leuchtet ein, dass wir den ärmsten Menschen eher helfen sollten als irgendwelchen nicht so armen Menschen, nur weil sie Deutsche sind. Ein geringer gerechter Weltglaube, das ist ein psychologisches Phänomen, das uns geneigt macht, alles auf der Welt quasi zu rationalisieren und für okay zu halten, so wie es ist. MINT-Fächer, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, sind sehr stark vertreten in beiden Gruppen. Und auch diese Aussage von Robert Oeblin fand ich sehr interessant, diese Mischung aus Utilitarismus und Liberalismus, die man häufig unter Ökonomen findet, in der Wohlfahrtsökonomik, die läuft wirklich meistens auf sowas hinaus. Zitat von GiveWell, also im GiveWell-Blog: "Our review of academic research has led us to believe that many of the problems charities aim to address are extremely difficult problems that foundations, governments and experts have struggled with for decades. Many well-funded, well-executed logic programs simply haven't had the desired results." Deren Fazit daraus ist, dass wohltätige Organisationen, die euch überzeugen wollen, dass ihr ihnen Geld gebt, damit sie diese Probleme lösen, eine starke Beweislast tragen und euch erklären sollen, warum sie effektiver sein werden, als es zum Beispiel Politikerregierungen bisher gewesen sind. Ich komme damit jetzt zum Argument, dass der effektive Altruismus auch viel für den Libertarismus tun kann. Ich denke, ich werde ein weiteres Fazit hieraus ziehen und sagen, ich stimme Ihnen zu, beweist das bei den Organisationen. Wenn jetzt aber Politiker und Wähler euch nicht nur überzeugen wollen, dass ihr ihnen Geld gibt, sondern sich anmaßen, euch zu zwingen, dann tragen sie eine noch sehr, sehr viel größere Beweislast. Wir klagen gerne über Zwang, sollten wir auch, denke ich. Ich denke, sich über Zwang, nicht nur Zwang zu Altruismus, sondern Zwang zu ineffektivem Altruismus zu beschweren, ist eine besonders vielversprechende Strategie. Hier habe ich mal ausgerechnet, seht ihr auf diesen zwei Folien, wie viel ungefähr pro Jahr ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland bekommt.
Hat sie Empfänger in Berlin, allein wohnt, keine Kinder, 9.228 € im Jahr. Laut dieser Webseite Global Rich List, die euch sagt, wo ihr in der globalen Einkommensverteilung steht, mit eurem jährlichen Einkommen, steht ein Hartz-IV-Empfänger ungefähr am 85. Perzentil, also sehr weit oben. Gut, Befürworter der Umverteilung von oben nach unten sollten sich sehr, sehr freuen über diese wunderbare Gelegenheit, die sich hier offenbart. Meistens ist es ja so, wir nehmen von den Reichen und wir geben den Armen. Hier müssen wir gar nicht so sehr vom Wegnehmen reden. Wir können erstmal anfangen mit weniger geben. Also nicht ganz so krass daherkommen und erstmal sagen, gut, diesen reichen Leuten geben wir ein bisschen weniger und das allermeiste für diesen Geld geben wir erstmal Leuten aus den unteren Perzentilen. Eine Frage, die Libertären häufig stellen beim Thema Altruismus, ist, warum all dieses Spenden? Ist es nicht vielleicht besser, das Geld zu investieren, tue ich dadurch vielleicht nicht mehr Gutes? Und es ist meines Erachtens wirklich denkbar, dass das, genau das im Sinne des effektiven Altruismus, die beste Strategie sein könnte, falls eben diese For-Profit-Organisation, an die man spendet, sehr, sehr viel Gutes tun und eben am besten Gutes tun auf der Welt. Das ist denkbar. Meines Erachtens gibt es sowas wie Spendenbedarf leider schon. Warum? Ich denke, das liegt zum sehr, sehr großen Teil daran, dass es eben Bedarf gibt, zu kompensieren für Dinge, die dem üblichen Lauf des Kapitalismus, sage ich mal, im Wege stehen oder aktiv in den Weg gestellt werden, also Einschränkungen der Freiheit dazu, sich auf gewinnbringende Weise gegenseitig Gutes zu tun, auf dem freien Markt. Was ist mit großem Abstand die wichtigste solche Einschränkung meines Erachtens? Diejenige, aufgrund derer es dort Geborenen verboten wird, freiwillig Verträge zu schließen mit hier Geborenen, Arbeitsverträge und Mietverträge, Migrationsbeschränkungen also. Auch beim politischen Aktivismus ist Effektivität natürlich ein Thema. Es gibt mehr oder weniger wichtige politische Themen, die man sich aussuchen kann. Mein Argument, offene Grenzen, das allerwichtigste, das allereffektivste Thema unter allen, zumindest insofern, als wir dort auch tatsächlich etwas bewegen können. Die Website openborders.info ist die beste Referenz, die es gibt zu allen Organisationen, zu allen Argumenten auf beiden Seiten für und gegen eine Welt der offenen Grenzen. Gegründet von Vipul Naik, 2012 war das. Genau, und den deutschen Blog offenegrenzen.net gibt es seit Anfang dieses Jahres auch. Das wurde gegründet von Clemens Schneider. Genau, und dabei wollte ich es ungefähr belassen. Wir sind jetzt, glaube ich, auch schon ziemlich am Ende der Zeit oder auch ganz am Ende der Zeit, hinter dem Ende der Zeit. Genau, und damit lasse ich euch also in die Fragerunde, für die wir noch Zeit haben. Fragen? Okay, sehr gut. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, sehr gut. Sehr gut, das freut mich, dass wir das dann machen können. Dann ist es auch. Okay, vielen Dank.